Kürzlich im Interview sagte Blizzard, SOD ist unser Testfeld für die Entwicklung für die Zukunft. Sie meinten, die Leute sollten darüber nachdenken, warum wir jetzt einen saisonalen Server haben und wir über Experimente sprechen, warum wir verschiedene Raid-Designs und Schwierigkeitsstufen ausprobieren. Vieles, was davon gemacht wird, ist auch zielgerichtet. Auch die Übertreibungen, Incursions. SOD ist ein Experiment und vieles, was passiert und nicht gut ankommt, ist für sie eine gute Lektion, woran sie arbeiten können für die Zukunft. Boah, die denken, wir sind dumm und verstehen die Botschaft nicht, die Idioten, aber wir haben sie verstanden. Leute, hiermit kann ich offiziell sagen, Classic Plus wird kommen. Die Spieler sind sich auf jeden Fall einig, das war schon eine Ankündigung. Zudem gab es kürzlich einen sehr interessanten Fragebogen, der Blizzard intern wohl die Runde genommen hat. Einige vermuten, es könnte sich um Classic Plus handeln, aber es sind nur Vermutungen. Der Ex-Mitarbeiter von Blizzard hat hierzu ein Video veröffentlicht und ist auf die Frage Eingang, die ihm auch vorlagen. In der Vergangenheit war das so, wenn wir jetzt Cutter sehen oder WoTLK, dann gab es auch schon Umfragen. Auch zu WoW Classic 2019 gab es eine Umfrage. Diesen wurde auch kein Glauben geschenkt, aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es wirklich diese Umfragen gegeben hat. Deshalb stehen die Chancen gut, dass auch diese Umfrage echt sein könnte. Hört sich wirklich, wirklich nicht schlecht an. Die zwei Sachen erhöhen unsere Chancen auf jeden Fall erheblich und ich denke, das ist definitiv positiv zu bewerten, die zwei. Also einmal das Interview und einmal dieser Fragebogen. Und ich möchte kurz auf das Interview eingehen, besser gesagt einfach nur kurz zusammenfassen, damit ihr wisst, um was es geht, weil das geht eine halbe Stunde, wird viel geredet und die meisten von euch haben keinen Bock, das anzuschauen. Aber was muss Blizzard jetzt machen für ein eventuelles Classic Plus? Sie dürfen nicht wieder den Fehler machen wie bei SOD. Gut, SOD ist ja laut denen jetzt, laut dem Interview, ein Testgelände gewesen. Eine Beta-Version haben ja viele Spieler auch schon gesagt. Scheiß auf Entdeckungen, die will keiner, die interessiert auch keiner. Sie müssen Inhalt bringen, der davor getestet wird. Eine Beta, ein PTR und sowas. Weil wir sehen in SOD so viele Bugs einfach. Und auf die hat keiner Bock. Muss man einfach sagen, auf Bugs hat keiner Bock. Und vor allem nicht auf ein nicht fertiges Spiel. Und Blizzard muss es einfach richtig angehen. Sie müssen ein komplett, also nicht komplett neues Spiel, aber ein Classic Plus bringen mit neuen Inhalten, also noch nie dagewesenen Inhalten, wie zum Beispiel neue Questlines, ja, neue Gebiete, neue Sachen, neue Rüstungen, alles komplett neu. Neue Raids, komplett neue Dungeons und nicht irgendwelche Zonen, die zu Dungeons gemacht werden. Das ist das, was die Spieler lange halten wird. Von dem her denke ich, Blizzard muss diesen Weg einschlagen, weil sonst wird es so wie in SOD laufen, dass die am Anfang in P1 500.000 Spieler haben und dann fällt es auf P3 auf 20.000 oder 10.000, keine Ahnung. Warum? Weil es im Endeffekt Content ist, den jeder schon kennt. Klar, die Incursions haben auch dazu beigetragen, aber um die Spieler langfristig hochzuhalten, einen Peak wird es immer geben, aber dass es nicht so abfällt wie bei SOD, müssten sie neue Sachen, neuen Content, aber auf Classic Design halt, also auf Classic Mechanik, es soll nicht Retail-mäßig sein und sie sollen nicht neue Runen, was heißt Runen, Fähigkeiten, die wir schon kennen aus, keine Ahnung, TBC, WoTLK bringen, sondern komplett neue Sachen. Müsst ihr einfach mal ein bisschen euer Gehirn einschalten und dann glaubt mir, dann kommen die Spieler und die werden das zocken ohne Ende. Und das ist das, was Blizzard machen muss, meiner Meinung nach. Deswegen ganz, ganz schnell, und zwar Runen werden vereinfacht, aber nicht in der aktuellen Phase, weil sie keine Zeit haben. Es kommen keine neuen Slots mehr ins Spiel, also für die Waffen wird es nichts geben zum Beispiel. Frage, neue Inhalte, also komplett neue Inhalte, jetzt nicht wie zum Beispiel der Dungeon DFC, der überarbeitet wurde. Das ist ja, was das überarbeitet, das ist eine Zone früher gewesen, daraus haben sie jetzt einen Dungeon gemacht. Er hat explizit gefragt, komplett neuer Inhalt. Wissen sie noch nicht, wird schwierig in SOD, aber sag niemals nie, meinten die. Wie lange pro Raid-Phase? Nicht zu kurz, nicht zu lang. Zu kurz wäre 4 Wochen, zu lang wäre 2-3 Monate. Also wahrscheinlich wird sich in dem Bereich 6 bis 8 Wochen auf oder 6 bis 10 Wochen aufhalten. Zukünftige Raid-Schwierigkeitsgrade wird es im BWL, Nax, Ankurai auch so sein, also mit den Heat-Levels. Also da zum Beispiel mit erhöhten Schattenwiderständen oder erhöhten Frostwiderständen in Nax Ramas. Sie wollen nicht unbedingt das wieder
genauso machen wie in MC. Sie schauen sich jetzt die Daten an aus MC, werten das aus, aber haben noch keine konkreten Pläne über die Schwierigkeitsstufen in den anderen Phasen. Von dem her, es wird alles noch ausgewertet und dann schauen sie mal, was das Beste ist für die Spieler. Wird es Server-Zusammenlegungen geben in SOD? Zum aktuellen Zeitpunkt sagen sie nein, weil es verdammt viel Arbeit fordert, die zusammenzulegen. Aber sie werden das natürlich beobachten und wenn die Spielerzahlen bei einem Server zu gering sein sollten, dann werden sie natürlich eingreifen. Die wollen uns SOD-Spielern ein Spielerlebnis ermöglichen, dass wir immer Gruppen finden und genug Spieler auf den Servern unterwegs sind. Neue PvP-Inhalte. Blizzard meinte, also die beiden, die interviewt wurden, dass PvP-Spieler zu kurz gekommen sind in SOD und sie überlegen hier was zu machen. Zum Beispiel eine neue Zone, wo sich Spieler duellieren können oder neue Systeme, wo PvP-Spieler neue Belohnungen erhalten können. Und wie lange geht die Season? Wohl die wichtigste Frage. Wir müssen keine Angst haben, dass die Season vorzeitig oder frühzeitig beendet wird. Wir haben anscheinend noch ganz lange Zeit, auch um unsere Alts zu leveln, auszurüsten. Wir müssen uns keinen Stress machen, wir brauchen keine Angst zu haben. Es wird noch lange genug gehen, die Season. Zwei Fragen, die mir ein Zuschauer gestellt hat, auf die möchte ich heute eingehen. Ich möchte das Video auch gleich nutzen. Es passt, finde ich, gut rein. Die erste Frage war, wie denkst du, geht es nach SOD weiter? WoW2? Fragezeichen. Also erstmal WoW2, auf keinen Fall. WoW2 wird nie kommen. Das ist nur ein Traum von vielen Spielern, auch von mir, muss ich sagen. Es wird es aber nicht geben. Es wird WoW Retail geben bis zum Vergasen und es wird immer weiter und weiter neue Addons geben. So denke ich mal. WoW2, was ist WoW2? Im Endeffekt einer neuen, guten, besseren Grafik. Dafür brauchen sie kein WoW2. Ja, ich würde es mir wünschen, einfach komplett was krass Neues, WoW2, wie geil. Stell dir vor, die machen eine Ankündigung über WoW2. Leck mich am Arsch, ja. Aber werden sie nie machen, das kann man vergessen. Wie denkst du, geht's nach SOD weiter? Ja, erstmal die Frage, was passiert mit den Charakteren nach SOD? Da gibt es auch viele mögliche Szenarien. Einmal ist es, dass es so läuft wie bei SOM, dass die Charaktere einfach auf die Era-Server getranzt werden. Ja, natürlich nicht mit den SOD-spezifischen Sachen. Da habe ich am Anfang gedacht, ja, das wird passieren, aber ich glaube eher nicht. Ich denke, es wird SOD-spezifische Server geben. Vielleicht. Also das wäre die zweite Option, dass es das vielleicht gibt. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass es einfach SOD-Era-Server gibt, wo die Leute SOD zocken können. Ist zwar nur eine Season, wollten sie eigentlich nicht, jede Season endet mal, deswegen weiß ich nicht, aber ich schätze die Chancen eher höher ein für SOD-Server, als dass die auf den Era-Server landen. Auch beim Interview, was man da gesehen hat, kam so ein bisschen raus, dass sie eher das präferieren würden. Aber sie sagten im Interview extra, sie werden einen geeigneten Ort finden. Das kennen wir ja schon, das haben sie ja schon immer gesagt. Und die haben noch keine Ahnung, was passiert mit den Charakteren. Also die haben sich noch keine Gedanken gemacht. Und das geht's eigentlich. Dann gibt es auch eine Möglichkeit, dass wir TBC-Server sehen, also TBC-SOD-Server sehen. Ich meine TBC war eine sehr beliebte Erweiterung. Ich liebe TBC, für mich eine der besten Erweiterungen. Aber ich denke nicht, dass Blizzard das machen wird. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil es ist einfach wieder alter Content, den wir schon gespielt haben, der wieder ein bisschen abgedatet wird. Wahrscheinlich wieder mit neuen Runen, mit Runen aus irgendwelchen anderen Erweiterungen. Zudem sagten sie im Interview, dass SOD ein großes Experiment ist, ein großes Testgelände, also eine Beta-Version. Warum sollten sie dann TBC SOD bringen? Es wird kein Sinn ergeben. Es wird eher Sinn ergeben, wenn sie ein Classic Plus danach bringen. Jetzt zur Frage, wie geht es nach SOD weiter? Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Ich denke schon, dass wir ein Classic Plus sehen, aber die Frage ist, wie viel Ressourcen stellt Blizzard bereit? Wie viele Entwickler stellen sie bereit für das Classic Team? Wir haben ja einmal Cutter Classic und einmal SOD Classic. Man hat gesehen, wo Cutter rauskam, waren alle Entwickler bei Cutter. Das heißt, es gibt kein SOD-spezifisches Team. Also was heißt SOD? Einfach ein Classic Plus Team. Das muss es geben, die sich nur um Classic Plus Inhalte kümmern. Nicht um Cutter, nicht um irgendwas anderes, nur wirklich um Classic Plus. Und wenn sie diese Ressourcen bereitstellen, dann sehen wir auch ein Classic Plus, da bin ich mir ziemlich sicher. Und auch mit komplett neuen Inhalten. Man merkt auch, dass aus vielen Interviews immer so ein bisschen rauskommt, dass sie ein bisschen Probleme haben mit ihren Ressourcen, dass sie zu wenig Entwickler haben oder dass das Team zu klein ist. Ja, das wurde immer wieder angesprochen und es ist zu viel Arbeit. Die anderen sind gerade mit dem beschäftigt. Und ja, da sieht man einfach, dass die das ist nicht so ein großes Team wie bei Retail. Classic hat da keinen Ingame-Shop, also
Accessoire hat keinen Ingame-Shop und das ist ja auch eine Einnahmequelle. Deswegen, warum sollten sie dann so viele Ressourcen bereitstellen, obwohl sie da jetzt, sage ich mal, nicht viel verdienen? Ja, klar, ein Retail hat mal einen Ingame-Shop, wo wirklich viel Kohle gemacht wird und da haben sie einfach mehr Ressourcen. Die Leute arbeiten einfach, viel mehr Entwickler arbeiten an Retail, natürlich sehr logisch, alles an Classic. Und das ist halt, wie gesagt, die Frage, wenn sie die Ressourcen bereitstellen für Classic, dann wird es auch ein Classic Plus geben. Um jetzt aber die Frage final zu beantworten, ich sage, nach SOD kommt ein Classic Plus, weil einfach die Spieler danach fragen. In jedem Interview, man sieht alle 2-3 Monate Interviews mit irgendwelchen Content-Creatern und jeder fragt nach Classic Plus, weil es alle wollen. Deswegen denke ich, dass sie auch schon dran arbeiten. Was das Ganze auch noch bestärkt, man muss sagen, Blizzard hat mittlerweile eine andere strategische Ausrichtung. Sie konzentrieren sich zwar hauptsächlich auf Retail, ist klar, das ist das Hauptspiel, aber sie erweitern den Horizont mit verschiedenen Versionen des Spiels, wie zum Beispiel Pandaria Remix, Kata. Wir haben SOM gesehen, wir haben WoW Classic 2019 bekommen und wir haben Season of Discovery bekommen letztes Jahr im November. Das heißt, sie erweitern den Horizont und dadurch haben sie auch eine Menge Abonnenten dazu gewonnen wieder. Mit Retail, nur mit Retail wäre es schwer gewesen, weil die meisten einfach keinen Bock mehr auf Retail haben und die Abonnenten hochzuhalten nur mit Retail, wie gesagt, wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Deswegen ist das ihre neue Strategie und das ist auch so ein Punkt, warum sollten sie da nicht Classic Plus bringen? Ja. Ich meine, die Spieler wollen das. Es gibt viele Spieler, die nur WoW spielen oder 13 Euro im Monat zahlen, nur wegen WoW Classic und nicht wegen was anderem. Das heißt, wenn WoW Classic weg ist, SOD weg ist, vielleicht Cutter weg ist, dann werden die Abonnenten wieder deutlich abfallen und das werden sie wahrscheinlich nicht wollen. Und ganz kurz zur zweiten Frage, ist Ashes of Creation ein Thema für dich? Nein, ist es nicht. Also, ich bin ein Blizzard gebranntes Kind. Ich habe fast nur Blizzard Spiele gespielt, sei es Diablo oder WoW Classic, Retail, was auch immer. Und ja, muss ich ehrlich sagen, ich habe ein Spiel nie angeschaut und vielleicht irgendwann mal, wenn ich mal irgendwelche anderen Spiele testen sollte, werde ich euch auf jeden Fall Bescheid geben. Also auch das, was du jetzt genannt hast. Ansonsten vielen Dank nochmal für die Fragen und das war es auch schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Fragen, vielen Dank für euren Support, was auch immer. Wirklich, wirklich ganz vielen Dank. Ihr macht es wirklich toll. Wenn ihr noch weitere Wünsche habt für Videos oder was auch immer, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich versuche es umzusetzen. Ein Video kommt noch die Tage, da geht es um Berufe, das hat sich noch jemand gewünscht. Ansonsten vielen Dank und bis zum nächsten Video.